wir Pizza gemeinsam mit Lars. Hi, na, wie geht's euch? Ja, diese Pizzas, die wir heute machen werden, sind aber nicht uns überlassen, sondern tatsächlich werden wir Random Pizzas machen. Cool, Random Pizzas, Mann. Genau, ich zeig nochmal, was wir haben. Einmal für dich. Oha, nice, eine Schere, danke, Mann. Und nochmal für mich. Das heißt also, ich habe irgendwie das... Guck mal, wie die aussieht so. Nein, guck da weg. Nein, das ist nicht Tante Fanny. Oh, ich hab Tante Fanny. Ja. Nicht während meiner Schicht. Niemand macht hier Werbung auf unserem Channel. Oh nein, ich hab in den Teig geschnitten. Ich hab auch in den Teig geschnitten. Oh nein. Tante Fanny? Was mache ich mit dir, Tante Fanny? Okay, ist weit. Das heißt also, wir können mal unseren Pizzateig für heute, den wir random generieren lassen werden, ne? Können wir mal ausrollen. Hast du schon mal Pizza gemacht? Einmal, als ich ein kleines Baby war, habe ich mal Pizza gemacht. Oh mein Gott, guck, so funktioniert das. Hast du ja vorher die Hände gewaschen? Ich habe mir die Füße gewaschen. Perfekt. Perfekt. Eigentlich müssen Pizzas ja immer rund sein, aber unsere ist heute viereckig. Jetzt, guck. Guck mal, dein Teig ist hier voll gerissen. Oh nein, ich hab da reingeschnitten. Das hast du davon, wenn du Tante Fanny ins Gesicht schneidest. Okay, jetzt haben wir unseren Teig fertig. Das hier ist der Teig. Das hier ist der Teig und wir haben es geschafft, ihn auszurollen. Das heißt, wir kommen jetzt zu unserer ersten Auswahl. Es gibt nämlich jetzt wieder zwei Sachen, wo wir uns entscheiden müssen, welches wir davon nehmen wollen. Und da kommen sie auch. Okay, da sind unsere ersten Sachen. Wir wissen nicht, wo was drunter ist und was da drin ist. Such du aus. In einem wird etwas drin sein, wo etwas was Gutes drin Nein, ist. Mach du. Soll ich machen? Ja. Ich nehme einfach das vor mir. Entweder da ist jetzt Tomatensauce drin oder irgendwas nicht so Gutes. Ich habe Angst. Ich weiß jetzt schon wieder, Mann, warum? Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott. Ich aber das ist voll lecker. Ich mag das voll. Asia-scharf. Aber ist das nicht Sriracha so ein bisschen? Nee, das ist... Ich habe ultra die scharfe Tomatensauce. Was hast du? Was ist das? Oh, ganz normale Tomatensoße. Okay, gut, dann machen wir die jetzt drauf. Also du hast jetzt richtig normale Tomatensoße und ich habe richtig scharfe Tomatensoße. Warte, ich muss mir mal ganz kurz die Ärmels hochkrempeln. Die Ärmel, ich habe schon die Ärmels hoch. Da sind so viele... Darf ich mal ein Stück probieren? Da sind so viele Chili-Körner drin, Lars. Darf ich ein bisschen probieren, bitte? Ja, probier. Ich krieg schon Wasser. Aber warte, du kannst doch die Pizza dann später essen, ist doch gar kein Problem. Ich will die Soße aber jetzt. Lass mich probieren. Jetzt beleg deine Pizza. Oh mein Gott, ich habe überall nur Chili-Körner. Okay. Ich muss alles drauf machen. Oh. Hm? Ja, riecht nach Tomate. Du kannst übrigens auch Pfeffer dabei und wir haben Salz dabei, damit du deine Sauce auch so ein bisschen salzen kannst. Das gibt mir richtig viel Mühe jetzt heute. Ja, du musst dir schon machen Mühe wir das so, wie bei der Kuchen-Challenge, dass der Verlierer die Pizza ins Gesicht bekommt? Nein, erstmal nicht, falls ihr das nicht gesehen habt. Hier ein kleiner Ausschnitt dazu, wie wir uns gegenseitig die Pizza ins Gesicht geworfen haben. Ah ne, den Kuchen. Drei. 1, go! Wir haben da sogar diese ganz komischen Anzüge getragen. Yeah. Das war auch so witzig. Also die Folge kann man sich auf jeden Fall nochmal ansehen. Ich muss aber sagen, meine ist schöner gestrichen als deine. Gar nicht wahr. Doch, ich finde schon. Ich finde, du kannst nicht kochen. Du hast doch gar nicht gesehen, wie ich koche. Doch, ich sehe das doch. Hör auf, sowas zu sagen. Also ich muss sagen, meine Pizza sieht bisher schmackhafter aus als deine. Aber weißt du, es geht nicht ums Aussehen, sondern um das, wie es aussieht. Oh mein Gott. Aber schmeckt übelst geil, das Zeug. Schmeckt richtig gut. Das ist auch mega scharf, Mann. Lass bei dir noch ein bisschen so machen mit Hallo, Salz und Pfeffer. Hallo. Wie funktioniert das? Ach, das ist so eine... Du musst umdrehen und draufströmen. Ja, genau. Da ist, echt ist da wirklich was drauf? Da ist richtig viel Salz und Oh nein. Wie macht der so, ne? Guck mal. Oh ja, sieht wild aus. Aber ich würde noch einen Ticken mehr Salz reinmachen. Das war unsere Soßenrunde. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Belag. Hast du das gerade an mir abgeschmiert? Ja. Oh. Okay, zweite Runde, erster Belag. Mir ist gerade eingefallen, darf ich ein bisschen was davon haben? So in die Hosentasche. In die Hosentasche mit zu Hause mitnehmen. Nee, darf ich ein bisschen was? Mal, nein, so, jetzt hör so, auf meine... So ein bisschen. Du hast deine eigene Pizza. Ja, okay. So. Das steht auf scharfe Chili-Körner. Gut, willst du jetzt auswählen? Das ist der erste Belag. Ein Belag passt wieder zu einer Pizza, der andere Belag passt nicht zu einer Pizza. Entscheide dich. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste, ene mene meck und du bist weg, das da. Okay, mach auf. Mach auf. Hä? Oh, Junge, das ist Mozzarella. Ach so, ich dachte gerade, hä, was ist das für ein komisches Ei? Du hast einfach ein Ei, gell? Das war voll das Riesen, also ein Strauß. Warte mal, wenn du Mozzarella hast, ja. Was hab ich dann? La 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 la. Nein! Als ob. Ich hab so Süßigkeiten-Schweifen. Oh, nein, das darf ich, sowas darf ich nicht sehen, so, ich esse es gleich. Ey, du hast Mozzarella und ich hab Frit? Das ist, weil ich dieses Lied die ganze Zeit singe. Oh. Frederico! Frederico! So,
Sorry. Falls ein Frederico in den Kommentaren ist, fühl dich gegrüßt. Einfach nur so diesen Klumpen da drauf, gell? Einfach den ganzen Klumpen, ja. Wie viele muss ich denn? Ich muss ja nicht alle drauf haben. Der schwimmt richtig. Guck mal, ich kann den so ausdrücken wie so ein Schwamm. Yo, ich will auch Mozzarella haben. Aber ich habe nur Fred. Power Snack. Oh, das schmeckt mega geil. Sei mal ganz ehrlich, hast du jemals überhaupt schon mal so eine Pizza belegt gehabt mit richtig Mozzarella und so? Mit echtem Mozzarella? Guck mal, hörst du das? Ich höre gerade. Alter, deine Pizza spielt sogar italienische Musik, so krass ist die. Guck mal, hä? Und diese Musik würde meine Pizza spielen, wenn sie auch Musik spielen könnte. Und jetzt würde ich sagen, geht's in die nächste Runde. Wir geben unsere Teller zurück und der nächste Belag kommt. Zweite Zutat, Tomate, Mozzarella, scharfe Chili-Soße und Frit. So. Das tut weh, das tut weh. Okay, pass auf. Eigentlich möchte ich jetzt keine Salami oder sowas ziehen. Dann hätte ich da Frit mit Salami, das wäre eklig. Das heißt, ich muss weiter auf süß gehen. Vielleicht hast du ja auch Altöl, Motoröl. Motoröl? Du bist dann ja. Nehme ich das von dir. Und du hast das ja. Das eine weise Wahl, mein junger Schüler. Was hat er? Alter, das sind Smarties. Ich sagte, ich hatte das, den Burger. Die werden doch schmelzen, oder? Was hast du? Tomaten, Alter! Tomaten! Ja, wie soll ich das jetzt machen? Einfach so ein bisschen einfach da drauf tröpfeln. Ja, mach so. Einfach mit scharfer Chili-Soße. Mann, das ist halt echt so. So schade. Aber dafür hast du mit Tomate, mit Mozzarella. Kann ich bei dir mitessen? Nein! Ich glaube, wenn die erstmal saften, Tomatensoße mit frischen Tomaten. Boah, Tomaten sind immer so heiß, wenn du die auf der Pizza hast. Junge. So mehr würde ich da nicht drauflegen, sonst ist es zu tomatig. Na, der Lars ist der Chef selber. Und der Chef, der isst auch gerne mal eine Tomate. Okay, aber wollen wir dann jetzt weitergehen in die nächste Runde zu unserem dritten Belag. Nächste Runde, da sind unsere zwei neuen Glocken. Oh, welches nimmst du denn? Nimmst du das vor dir? Ich nehme das direkt vor mir. Oh mein Trommelwirbel. Gott. Aha! Hä? Einfach Blaubeeren. Hey, warte. Jetzt mal ganz im Ernst. Man packt doch auch Ananas ja, auf ja, die man Pizza. Kann ja so süßmäßig kann man... Ja, ich glaube, das kann aber lecker schmecken eigentlich. Wenn du mal ganz genau nimmst. Ich habe noch nie Blaubeeren gesehen. Wir schauen mal, was ich habe noch nie Blaubeeren auf einer Pizza gegessen. Was glaubst du, was habe ich? Weiß ich nicht. 3, 2, 1. Oha, oha. Oh, oh Mann, ich hätte... Das sind ja mega viele Chilis. Mach ich alle diese Chili-Dinger drauf? Ja, oder? Oh mein Gott, hoffentlich. Ich check mal ab, wie die schart. Und? Ich mach mal lieber nicht alle drauf. Alter, ich mach mal kann lieber. Ich mal eine essen? Ja, ich mach eine. Ich mach mal lieber nicht alle drauf. Boah, Alter, wir dürfen uns danach auf gar keinen Fall mehr in die Augen fassen. Boah, die sind echt gut scharf. Oh mein Gott, ich habe einfach eine scharf-süße Pizza, die ich hier kreiere. Das brennt ganz schön, ne? Ja, ich denke nämlich auch. Aber das ist gut für die Gesundheit. Ich trinke noch mal einen Schluck Wasser kurz, Mann. Alter, die Blaubeeren sind richtig lecker. Boah, die kann man richtig cool auf eine Pizza, glaube ich, backen. Wir gehen zurück an die Küche. Merci beaucoup. Ich muss sagen, diese Pizza, ich verstehe nicht, was die macht. Die ist scharf, aber auch süß. Aber was passiert dann? Dann entsteht ein Tornado. Dieser Junge hat gerade eine Chili gegessen, aber es geht weiter mit der nächsten Runde. Und ich nehme das hier. Oder vielleicht das hier. Okay. Oder das, oder ich nehme beides. Ist das scharf? Ich nehme links. Du bist dran. Okay, ich mache auf. Nicht scharfes. Hä? Was ist das? Das sind, oh mein Gott, weißt du, was das ist? Das sind Tic Tacs. Was hab ich? Hey, ja! Das ist Basilikum. Einfach das ganze Ding da drauf. Oh, das riecht voll gut. Aber warte mal, Basilikum macht man doch erst am Ende der Pizza drauf. Das ist ja eine Beilage. Ja, Basilikum macht man erst zum Ende drauf. Aber du kannst auch so ein bisschen drauf machen, zur Dekoration. Also, machen wir mal die Tic Tacs drauf. Oh mein Gott. Ich habe so viel Zucker bei mir drauf. Oh Mann, das ist voll unfair. Der hat hier eine Tomate, Mozzarella, nochmal Tomate, Blaubeeren. Oh, hast du mir diesen Stiel hier geschenkt? Aber leckerer Basilikum. Hat einen guten Taste. Mon ami. Ich kann nicht mehr. Dieses Schärfe von dieser Pepperoni, das sorgt irgendwie für so ein unangenehmes Gefühl.
Seht ihr, wie unangenehm dieses Gefühl ist? Ich möchte nicht mehr. Ich will auch das da nicht essen. Muss ich das essen? Wir müssen beides probieren. Dann nehme ich das hier. Ja! Oh, Alter! Ich liebe Oliven auf der Pizza. Was habe ich? Olajewski. Komm schon! Oh, okay. Oh Mann. Ja, okay, gut. Oh Mann, ich würde meine eigentlich gerne vegetarisch halten eigentlich. Wollen wir da vielleicht, wollen wir beide Zutaten bei dir drauflegen und wieso deine willst Pizza? Du vegetarisch halten? Weil du kannst nicht Fleisch mit Süßigkeiten essen. Du kannst auch nicht Schaf mit Bret oder wie das heißt. Ja, aber stell dir mal vor... Hör jetzt auf rumzuheulen, mach deine Salami da drauf. Oh. Tut mir leid, es war nicht so gemeint. Digga, bei dir würde Salami perfekt passen. Nee, ich habe eine Rucola-Käse-Schinken ohne Salami-Pizza. Ich habe einfach Blaubeeren bei mir drauf, ich bitte dich. Digga, aber Blaubeeren ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte gern Blaubeeren bei mir drauf. Alter, ich habe Salami einfach drauf. Oh nö. Und dann gibt es jetzt nochmal den leichten Genuss mit Käse. Ja. Mit nur 15% Fett, denn wir achten auf unsere Figur. Und solange wir den Käse drauf machen, können wir unseren Kumpel hochholen. Kennst du schon Bobby? Dr. Bob! Das hier ist Bobby, der Ofen. Naja, eigentlich heißt er... Er heißt Bobby. So, denn das hier ist nämlich unser guter Bobby. Schöne Schrift. Ja, es ist schwer so zu schreiben. Bobby! Das ist eine ordentliche Geschichte. Bobby, wie geht's dir eigentlich heute? Ich danke man mir auch. Okay, Pizza. Play. Bobby, mach das Licht an. Peng! Okay. Ich glaube, der wärmt auf. Also wir können schon mal das Ganze hier nochmal mit Käse belegen. Oh, das ist so unfair, Lars. Vicky drauf. Ein guter Käse. Ein guter Käse, ja, das muss so sein. Salami mit Käse ist schon mal eine gute Entscheidung. Was denkst du, Mann? Wie gut werden die Pizzen? Ich möchte nicht mit Menschen reden, die Salami auf ihre Pizza machen. Ich hab Salami. Schiebas! So, jetzt so ein bisschen hier verteilen. Ich mach das richtig mit Liebe, weil ich heute nämlich einen Glückstag hab. Du hast echt einen Glückstag. Du hast so eine gute Pizza bekommen. Und das sind unsere Endergebnisse. Jetzt ganz im Ernst? Die will ich schon essen. Die sieht echt gut aus, Mann. Deine sieht auch nicht schlecht aus, bis auf die bunten Smarties, bis auf die... Frit und bis auf, was habe ich da noch drin? Tic-Tacs habe ich aber noch drin gehabt. Okay, das sind jetzt unsere Endergebnisse. Boah, ist die schwer. Ey, ich finde, das ist eine Pizza Frederico. Ja, Frederico! Frederico, genau. Ich kann die nicht hochheben. Und wie heißt die hier? Die heißt... Frit! Also Leute, stimmt schon mal ab, welche Pizza ihr von den beiden besser findet. Entweder Frederico oder Frit! Ich glaube, der ist wirklich heiß. Wir müssen es abmachen, Mann. Müssen wir es abmachen? Ah, ja, stimmt, der wird warm. Mach mal okay. Das Bobby-Sign ab. Oh, Bobby! Oh. Langweilig. Das ist sein Nachname einfach. So, das ist der neue Bobby. Bobby! Gut! Ah. Die echte Pizzabäcker haben wir nice solche Handschuhe. Du machst es rein. Ich hab willst du willst High Five aus. Geben? Ultra leiser High Five! Der war nicht leise. Okay. Noch leiser. Das war der leiseste, den ich, glaube ich, in meinem Leben gemacht habe. Lass mal so die Hand geben, so. Hallo. Guten Tag. Das war schon komisch, gell? Hallo, ich bin Mr. Topf. Wir müssen jetzt diese Sachen da rausholen, ja, okay. Bevor die zu heiß werden. Okay. Das ist so heiß, Alter. Das sind unsere Backbleche. Jetzt müssen wir nur noch die Pizza reinlegen. Boah, aber die passt schon gut. Okay. Aber dieser Ofen ist richtig warm, den wir hier haben. Mega. Also, ich würde sagen, wir machen hier Pause. So, und dann nochmal von neu Pizza starten. Okay. Was denkst du, wie lange die brauchen? 15, 20 Minuten? Wie lange die Pizza braucht? Ja. Ja, 15 Minuten circa. Aber kannst du beides machen? Ich habe nicht so starke Oberarme. Perfekt, das passt super da rein. Zwei Pizzas übereinander. Aber jetzt machen wir zu. Oh mein Gott. Okay, mach den da. Sie sind drin. Dieses Licht geht nicht mehr an. Ist wahrscheinlich durchgebrannt. Ne, das Licht ist kaputt. Ich habe mal eine Amazon-Rezension gelesen. Da ist bei jemandem der Backofen explodiert. Alles klar, ich bin weg. Aber ich glaube, das kann so gehen. Haben wir das eigentlich schon jetzt gestartet? Es ist Pizza Time. Pizza Time. Okay, wir schalten dieses Ding hier jetzt aus. An. Wir haben übrigens gesehen, dass bei irgendjemandem dieser Backofen explodiert ist. Und wir hatten ein bisschen Angst, als wir das gebacken haben, aber es hat funktioniert. Ich habe immer noch Angst. Hier die Bilder von diesem Backofen, der explodiert ist. Das sind in den Rezensionen da drin. Das ist ein bisschen gruselig gewesen. Okay,
fang an. Ich mach auf. Mach das. Warum machst du deinen T-Shirt? Weil ich Angst hab. Weil der jetzt explodiert, gell? Ich glaub, das ist so wie... Ich würde sagen, wir packen da die Pizza gleich drauf. Oh. Let's hacker! Guck dir mal diese Pizza an. Baby! Die sieht wild aus. Okay. Ich finde, die sehen beide gut aus. Deine ist halt ein bisschen knuspriger oben geworden, weil sie den Platz oben hatte. Ich mach hier mal das Ding am besten aus, damit es ein bisschen... Okay, das sind unsere Pizzen. Also, wie riechen sie? Ich finde, meine riecht gar nicht mal so schlimm. Also, die sehen beide sogar ganz gut aus. Die riecht aber sehr, sehr scharf. Die riecht scharf. Also, ich kann es nochmal zeigen. Da sind Jalapenos drin. Man sieht auch noch ein bisschen diese Smarties. Und ansonsten eigentlich ganz okay. Und bei dir merkt man halt, schau dir das an, Alter. Wild. Einfach wild. Das kann der richtig. Ja, und da ist drin Oliven, Blaubeere, Tomate. Stimmt, du hast hier noch überall diese Blaubeeren noch. Mozzarella, Tomatensauce, Brot und Haar. Lecker. Messer? Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Das hat man doch früher so gemacht, oder? Meinst du, sich gegenseitig mit Handlappen schlagen? Yes, ja, das waren wilde Zeiten. Hä? Mein Boden ist viel zu hart geworden. Okay, ich versuche einfach ein gutes Stück abzuschneiden. Okay. Aber kann man die auch trotzdem essen, wenn der Teig nicht ganz teigig ist? Ja, klar. Also deine ist halt unten ein bisschen softer. Ah, und meine ist aber oben dafür krosser. Deine ist oben krosser und unten softer. Und meine ist unten krosser und dafür oben softer. Okay. Probieren wir, oder was? Ja. Warte, jeder schneidet dem anderen noch eine Hälfte ab, oder? Und dann probieren wir beide einfach gleichzeitig. Uiuiui. Wer hat seine Pizza mit mehr Liebe? Oha, da ist eine Blaubeere aufgeplatzt. Oh, ich will mit Blaubeere, definitiv. So, hier hast du die. Ja, die da. Die hier? Das da, ja. Okay. Okay, lass deine probieren. Ja. Also, ich habe bei mir vorne, habe ich eine Blaubeere mit vorne dran, eine Olive und ein bisschen Käse. Okay. Oh. Mmh. Schmeckt wie eine Pizza. Boah, schmeckt mega wie eine Pizza. Und diese Blaubeere schmeckt richtig lecker. Oh. Oha. Endlich haben wir mal was gekocht, was nicht so eklig ist. Und die Olive und so. Geht echt gut klar. Ich finde, das schmeckt richtig lecker. Die Blaubeere hat nochmal so einen ganz besonderen... Die ist zwar nicht so kross, aber ich finde, die schmeckt lecker. Oh. Wenn man so Ananas mag, dann mag man, glaube ich, auch Blaubeere. Isst du Ananas? Esst ihr Ananas auf Pizza? Hab ich's gut gemacht? Ich finde, die schmeckt gut. Egal jetzt. Danke, Mann. Jetzt gibt's ein Problem. Und das Problem ist das hier. Entweder das schmeckt richtig nice oder es schmeckt super scharf, super eklig. Und was war da nochmal drauf? Jalapenos? Scharfe Soße mit Jalapenos, Smarties, Salami, Käse und Tic Tacs. TikTok ist da auch drauf. Okay, seid ihr ready? Ach, die Fritz haben wir noch vergessen. Weil es riecht so fruchtig hier. Also es ist scharf, aber auch irgendwie süß. Ich finde, es schmeckt gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich Schokolade bekommen. Aber es geht. Ich würde sagen, das schmeckt eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist es komisch, dass die so süß ist. Willst du die komplett essen? Ja klar, esse ich die komplett. Lars isst immer wie so ein Huhn. Ich finde, die schmeckt nicht schlecht, aber sie ist scharf, aber auch süß, aber auch mit Salami. Schokolade. Ist das lieber meine. Die Schokolade ist sogar am schlimmsten, gell? Schokolade ist wirklich das Schlimmste. Die Fritz sind auch, die sind sehr, sehr markant. Aber dafür ist mein Boden voll knusprig. Der ist geil, der Boden, ne? Also, falls euch diese wundervollen Experimente gefallen, dann abonniert diesen Channel. Mein auch. Und falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, schaut sie euch auch nochmal an. Checkt Instagram und sowas aus unten in der Videobeschreibung. Machen Sie es gut. Ich gehe. Tschüss. Ciao. Ich hab gepupst gerade. Ja.